Zuerst möchte ich euch erklären, warum ich Stirnbänder jetzt nur noch mit der normalen Nähmaschine nähe. Dazu habe ich mir hier mal ein Stirnband rausgesucht, das ich ganz zu Beginn meiner Nähkarriere genäht habe, und zwar mit der Overlock. Man kann hier schon ganz gut erkennen, dass ich erstens mal das Nahtkreuz nicht sauber gemacht habe und wie dick einfach diese Stelle durch die Overlock-Nähte wird. Dasselbe hier an dieser Seite. Zum Vergleich habe ich jetzt hier ein Stirnband, das ich mit der normalen Nähmaschine genäht habe. Ich glaube, das kann man schon ganz gut erkennen, was für ein krasser Unterschied das eigentlich ist. Jetzt nochmal beide nebeneinander. Also, das spricht für mich eindeutig dafür, Stirnbänder mit der normalen Nähmaschine zu nähen. Auch der Tragekomfort ist bei einem mit der Nähmaschine genähten Stirnband natürlich deutlich höher, weil man einfach auch diese Knubbel hier nicht hat. Jetzt kommen wir zur richtigen Auswahl des Stoffes. Webware, das heißt nicht dehnbare Stoffe, sind für diese Art von Stirnbänder nicht geeignet. Alle anderen dehnbaren Stoffe eignen sich hervorragend, Stirnbänder zu nähen. Das kann sein Bündchenstoff, Jersey, French Terry oder auch Rip Jersey. Jetzt mit dem Schnittmuster. Brauchen wir ein Schnittmuster? Nein. Macht es das einfacher? Definitiv. Ich verwende hier ganz gerne das Haarband Freebook von Lipstas. Das könnt ihr euch auf dem Blog von der Ronja einfach runterladen. Ich habe das ausgeschnitten, habe mir dann hier noch ein paar Notizen dazu gemacht. Das hier sind die, das ist der Kopfumfang. Außerdem habe ich mir das Schnittmuster auf 20 cm verlängert. Das ergibt dann ein Stirnband mit einer Höhe von ungefähr 8,5, je nachdem, welche Nahtzugabe man einhält. Und ich finde, das ist für uns die perfekte Höhe für ein Stirnband. Bei Kindern unter 2 Jahren würde ich es tatsächlich etwas weniger hoch machen, aber das ist Geschmackssache. So ein Schnittmuster wurde natürlich für eine bestimmte Stoffart konzipiert. Wie breit ich mein Stoffstück zuschneide, hängt natürlich ganz stark von der gewählten Stoffart ab. Ein French Terry Stirnband muss ich wesentlich breiter zuschneiden als zum Beispiel ein Stirnband aus Rip Jersey, weil sich der Rip Jersey einfach viel stärker dehnen lässt. Am besten macht man das natürlich, wenn man sich einfach mal ein Stoffstück in der gewünschten Höhe zuschneidet und die Länge einfach mal nicht beachtet. Das einfach so lang wie möglich oder so lang wie nötig zuschneidet und man dann einfach das Kind oder die Person, für die das Stirnband genäht wird, nimmt, das Stoffstück dann um den Kopf legt und das dann einfach in der gewünschten Dehnung, einige mögen das ja lieber, wenn es stark gedehnt ist, andere mögen die starke Dehnung gar nicht. Also, dass man das dann einfach wie gewünscht anlegt und sich das hier dann markiert und dann einfach noch die Nahtzugabe mit dazu gibt und abschneidet. So hat man dann für jede Stoffart und für jeden Kunden quasi den richtigen Zuschnitt. Wir machen jetzt noch einen Zuschnitt gemeinsam. Ich habe hier meinen Stoffstreifen, den lege ich in den Bruch. Das ist ein Bündchenrest. Ich gleiche mir hier oben den Stoff an. Dieses Stirnband nähe ich für ein einjähriges Kind. Dementsprechend kürze ich auch die Höhe etwas. Und schon ist der erste Zuschnitt gemacht.
zeige euch jetzt hier nochmal alle Sticharten im direkten Vergleich. Wir fangen an mit dem Super Stretch Stich. Das Stichbild ist hier so: nach vorne, wieder zurück, nach vorne, wieder zurück, nach vorne, wieder zurück. Und dadurch ist der Stich wirklich sehr, sehr elastisch. Weiter geht's mit dem Zickzackstich. Das ist ein sehr schmaler und enger Zickzackstich. Ich finde den so super. Der ist immer runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Ist auch schön dehnbar. Und zu guter Letzt noch der Dreifach-Keratstich. Der wird nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Und auch der ist wirklich schön elastisch. Jetzt wird genäht. Im ersten Schritt legen wir die langen Kanten übereinander und nähen dann diese Strecke ab. Keine Angst, wenn das hier wellig geworden ist, da wird einfach rüber gebügelt und dann ist alles wieder schön glatt. So sieht das jetzt gebügelt aus. Die finale Länge habe ich jetzt direkt noch am Kopf nachgemessen und wie gewünscht gekürzt. Und jetzt wende ich das auf rechts. Jetzt klappe ich die Nahtzugaben auseinander und lege Naht auf Naht. Und auch hier klappe ich die Nahtzugaben aufeinander. Mein Tipp für ein perfektes Nahtkreuz ist Textilkleber. Mit einer Hand halte ich die Nähte zusammen und mit der anderen stülpe ich nun alles durch eine Öffnung, genauso wie beim Socken zusammenlegen. Und jetzt suche ich mir hier kurze Kante und lege hier alles schön aufeinander und stecke das fest. Und genau so sieht das jetzt aus. Die beiden Nähte sind übereinander, Nahtzugaben sind auseinandergeklappt, die beiden Stofflagen zusammengesteckt. In dieser Naht möchte ich ein Label mit einnähen und damit das beim Einnähen nicht verrutscht, klebe ich auch dieses fest. Ich habe mir jetzt hier mit den Klammern die Strecke halbiert und hier ungefähr in der Mitte platziere ich mein Label. Das lege ich hier einfach zwischen die Stofflagen und stecke es fest. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Label habe ich mir hier noch die Wendeöffnung markiert. Wir nähen jetzt mit der Nähmaschine diese Strecke ab und lassen, wie gesagt, hier eine Wendeöffnung übrig. So, ich schneide hier jetzt noch die Nahtzugabe zurück, wende das Ganze durch die Wendeöffnung, bügle es, schließe dann die Wendeöffnung mit einem Matratzenstich und schon ist unser Stirnband fertig.